Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir, wie man den Median einer Datenreihe bestimmt. Dazu habe ich gleich zwei Beispiele für dich und ja, die gehe ich dann in Ruhe mit dir durch und erkläre dir alle einzelnen Schritte, sodass du dann am Ende des Videos selbstständig hoffentlich den Median zu jeder beliebigen Datenreihe bestimmen kannst. Als erstes Beispiel habe ich hier mal eine Liste von Körpergrößen, also verschiedene Personen wurden vermessen, wie groß die sind. Und das sollen jetzt da mal die Ergebnisse sein, also 1,62 m, 1,55 m, 1,37 m, 1,72 m und 1,42 m. Ja, und die Frage ist, was ist der Median dieser Datenreihe? Den kann ich da jetzt so direkt kaum bestimmen. Ich brauche zuallererst eine geordnete Liste. Ich muss also die Daten, die ich habe, nach der Rangfolge sortieren, um danach dann den Median zu bestimmen. Also, ich muss jetzt hier gucken, was ist der kleinste oder der größte Wert. Ich fange jetzt hier gleich mit dem kleinsten an und sortiere die dann nach der Reihe. Also, der kleinste Wert ist 1,37 m. Den schreibe ich dann also zuerst auf. Dann kommt als nächstes 1,42 m. Dann kommt 1,55 m. Dann kommt 1,62 m. Und dann kommt 1,72 m. So, wenn ich die Daten so vorliegen habe, ist es ziemlich einfach, jetzt den Median zu bestimmen. Der Median ist nämlich immer der mittlere Wert in der geordneten Liste. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier schaue, ich habe hier fünf Werte, dann steht dieser Wert hier in der Mitte, diese 1,55 m hier. Ja, das hier ist der mittelste Wert sozusagen. Zwei Werte sind kleiner, zwei Werte sind größer. Ja, also der Median ist immer die Zahl, die in der Rangfolge in der Mitte steht. Und es gibt dann genauso viele Werte, die größer sind, wie auch Werte, die kleiner sind. Also in dem Fall, wenn wir die 1,55 m nehmen, dann sind zwei Werte größer und zwei Werte sind kleiner. Und der da genau dazwischen steht, das ist der sogenannte Median. Das heißt, hier ist der Median 1,55 Meter. Ja? Gut. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Da kommt auch noch eine kleine Besonderheit vor, die ich dann auch an der passenden Stelle erkläre. Und zwar nehmen wir hier mal ein Beispiel aus dem Skispringen. Werte, die beim Skispringen vorgekommen sein sollen. Also ein Springer hat sechs Sprünge absolviert und hat diese Weiten hier erzielt. 126 Meter, 139 Meter 50, 142 Meter, 144 Meter, 148 Meter und 150 Meter. Ich habe jetzt hier die Werte schon nach der Reihe sortiert. Den Schritt kann ich mir dann also sparen. Ich habe hier also schon eine geordnete Liste. Ich brauche die nicht mehr zu sortieren. Wenn ich jetzt die Mitte der Liste suche, dann stelle ich fest, dass die Mitte genau hier ist. Also zwischen den beiden Werten, weil ich habe ja drei kleinere und drei größere Werte. Das heißt, hier in der Mitte, da steht gar kein Wert. Ich kann jetzt hier nicht so leicht wie gerade eben den Median bestimmen. Aber auch für den Fall hat man sich was überlegt. Man macht dann nämlich folgenden Trick. Man nimmt die beiden Werte, die links und rechts von der Mitte stehen, also die beiden mittleren Werte, und bildet daraus den Durchschnitt, beziehungsweise das arithmetische Mittel, so nennt man das auch. Das heißt, sie also in dem Fall aus 142 und 144, daraus bilde ich jetzt den Durchschnittswert, ja, beziehungsweise das arithmetische Mittel wird das ja auch genannt. Ich muss also Folgendes machen: 142 plus 144 und dann das Ganze geteilt durch 2.
durch 2. Und das muss ich dann ausrechnen. Dann habe ich genau die Mitte zwischen diesen beiden Werten hier. Das hier addieren, das sind 286. Bruchstrich 2 ist gleich 286 durch 2, das sind 143. Ja. Also ist in diesem Fall hier der Median 143 Meter. Ja. Nochmal eben das Ganze nochmal in der Zusammenfassung. Bei einer ungeraden Anzahl von Werten, wie hier oben, da habe ich immer einen Wert, der in der Mitte steht. Ja? Links und rechts habe ich dann gleich viele und einer steht in der Mitte. Das passiert immer, wenn ich eine ungerade Anzahl von Werten habe. Wenn ich eine gerade Anzahl von Werten habe, wie hier, dann gibt es eine Anzahl von kleineren Werten und eine Anzahl von größeren Werten, aber dazwischen ist dann keine einzelne Zahl. Und dann mache ich halt Folgendes, ich nehme die beiden mittleren Zahlen in der Zahlenreihe und bilde daraus den Mittelwert, also das arithmetische Mittel oder den Durchschnittswert. Das habe ich hier gemacht und somit ist also in dem zweiten Beispiel der Median 143 Meter. Ja, ich hoffe, es war für dich nachvollziehbar. Probier es doch nochmal selber aus anhand von Übungsaufgaben und vergleich das mit hoffentlich vorhandenen Musterlösungen. Viel Erfolg dabei. Lass mir sonst gerne noch einen Kommentar da, wenn du noch eine Frage hast. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss!